Ja, liebe Leute, herzlich willkommen wieder zurück zu Let's Play Far Cry New Dawn. Wir machen heute weiter mit unserer, mit einer kleinen Schatzsuche und mir und dem René, wie immer. Und du holst mal, wenn du möchtest, ein Auto. Dann kann man nämlich dann da auch entspannt hin. Oh, jetzt haben wir ja die Stufe 3 Wagen freigeschaltet. Ja. Genau so ist es. Mission ist voll. Alles eintauschen, jawohl, weg damit. So. Auf, auf. Da kommt wieder ein Fangertransport. Ja, stopp den mal. Ich weiß nicht, ob ich erwischt habe. Auf jeden Fall so einen mitgekriegt. Ja, ist also tot. Er ist tot. Ja. Glaube ich, ne? Aber der ist leer. Warum ist der leer? Haben wir den. Nee. Aber der ist doch nicht tot. Oder habe ich sogar mit einem Schuss beides geholt. Ja, das ist. Die Befürchtung habe ich nämlich auch immer, aber. Nee. Da liegt keine Leiche. Eben. Dann war der einfach so unterwegs. Oh Mann. Schade. Super. Ah, egal, passiert. Ein Highwayman weniger auf der Straße. Headshot. Wir kriegen gerade random Besuch. Einer tot. So. Gut, gehen wir mal da rein. Strom aufstellen, wa? Eine Schlange, ja, warte. Also wir müssen hier den Strom aufstellen, oder? Jetzt hier ist es hier. Das ist zu. Warte, ich glaube, ich kann von hier aus das Schloss aufschießen. Jawohl, die Tür ist offen. Hä? Hey, was ist ein Schloss? Von der Tür. Ich bin auch einfach aufs Dach rumgelaufen und hab das Fenster sehen können. Da habe ich das Schloss gesehen. Und jetzt kann man hier durch die Tür gehen. Hm, nicht wirklich. Du kannst schon. Ich liege irgendwie. Das ist merkwürdig. Hier ist ein Tresor. Ja. Nehmen wir die Ressourcen hier mit. Titan. Okay. Haben wir ein bisschen Titan mitgenommen. Ah, hier kannst du auch den Strom abstellen. Überlasse ich dir. Warte, dann komme ich zu dir. Die Ehre. Wo? Hier hinten durch. Hier. Ah. Strom durch. Und dann nehme ich mal kurz das Ding hier mit. Ich gebe übrigens 6 Stück hier. Also noch 2.
Vespa-Schläger. Ich suche eigentlich gerade noch die zwei. Die anderen beiden Kisten hier, die müssten hier aber auch. Irgendwo. Ich hoffe, wir waren hier schon mal, ne? Ja, ich glaube auch. Wir haben ja vier Kisten oder so. Bestimmt hier unten im Bunker. Ja, ich glaube, wo der auch ist. Das ist so meine Vermutung auch gerade, ja. Hier ist einer. Und hier ist noch einer. Ja, wunderbar. Dann haben wir das Ding auch abgeschlossen und neue Materialien mitgenommen. Wunderbar. So eine feine Skillpunkte. Ja, Parkers Höhle. Hier ist auch was mitzunehmen. Ein Vorteilspunkt halten. Drei, also insgesamt drei liegen hier rum. Ja, habe ich gesehen. Alles mitnehmen, was wir hier so rumliegen haben. Einmal kurz aus. Alles Farben. Wir haben drei. Oh, Farquhar Credits. Sehr schön. Und was haben wir hier? Ein Tagebuch des Landstreichers. Das haben wir oben schon in der Seite gesehen. Wenn ihr die uns lesen wollt, dann halt einfach kurz das Video an. Dann könnt ihr den Text auch in Ruhe lesen. Liegt viel rum, ja? Ja, das würde eindeutig zu lange dauern, jedes Mal alles, jeden Text vorzulesen. Ja. Hast du die Nebenmission gespielt bei Far Cry 5? Kommt drauf an, welche? Das ist die mit dem Larry. Wurde den Typen. Also, ich will ja nicht so viel Spoiler verzeihen. Ich glaube, den habe ich gespielt, musst, ja. Ja, wo du den Typen zum Mars schicken musst. Ich glaube, in dieser Konstruktion war das. Ja, die habe ich gespielt. Ja. Wo du noch die Schuhe am Ende stehen, da bekommst du auch diese spezielle Waffe da. Mhm. Okay, gut, dann haben wir das auch. Dann haben wir die Schatzsuche, dann machen wir ein bisschen Schatzsuche heute. Ich guck mal, da haben wir noch immer einen auf der Karte. Ja. Haben wir noch einen auf der Karte? Sagen wir gerade. Da liegen noch so viel Zeugs rum teilweise, ne? Dass man farmen müsste. Hier die Zockerfarm und das Fangzentrum. Ja. Na, sind alles so viele Sachen, wo noch was, wo ein bisschen was rumliegt. Die tote Tankerkreuzung. Hier liegt noch Tape rum. Wir haben noch nicht alles, bei weitem nicht alles gefarmt. Nee, das. Müsste ist noch viel zu holen. Ja, klar. So. Dann haben wir hier oben. Eigentlich theoretisch die Story-Mission. Aber sonst haben wir nichts mehr auf der Karte, also müssen wir. Oder was hier unten noch? Ah ne, hier unten ist eine Nebenmission. Wieso haben wir denn so wenig auf der Karte? Wir haben eine Nebenmission noch unten auf der Karte. Ich muss mal kurz in Prosperity zurück. Okay. Gina Guerra möchte von uns irgendwas. Ich den Namen richtig gelesen habe gerade. Ja. Oh, was? Es hat funktioniert. Nee. Komm her. Das ist was anderes. Das ist doch das hier in der Mission. Naja, aber ich suche eigentlich eine bestimmte Mission, die hier auf der Karte ist. Ja, die, das ist die mit der Gina. Ist das die? Ja. Ja, ja, dann Quatsch, dann machen wir das halt so. Situation. Die gute Nachricht, ich habe Gina gefunden. Ah. Lays leibliche Mutter, Herks große Liebe. Die schlechte Nachricht ist, die Highwaymen haben sie und sie soll beim Gefangenen-Derby mitfahren. Damit bestrafen sie alle, die der Gang gegenüber nicht loyal waren. Und der Gewinner kriegt seine Freiheit zurück. Das Problem dabei ist, dass das voll die Verarsche ist, bei der keiner gewinnt und alle grausam abgewitzelt werden.
Tja, ich schätze, sie sind immer noch sauer, weil sie uns das Baby gegeben hat und nicht den. Ja, sogar Penisköpfe mögen Babys. Ich meine, sind halt was Besonderes. Jedenfalls, du musst dafür sorgen, dass Gina gewinnt und lebend herauskommt, weil sie Blades leibliche Mutter ist und keiner unsere Familie abmetzeln darf, okay? Außerdem weiß ich nicht, ob du Herc schon mal traurig erlebt hast. Das ist echt kein Spaß, wie ein trostloses Häufchen Elend. Und ich habe mit dem anderen Baby schon genug zu tun. Also bitte rette Gina. Nimm das Scharfschützengewehr und baller alle weg, die ihr im Weg sind. Gut. Die Mutter aller Probleme. Dann müssen wir... warte mal, wo war das jetzt? Hier. Die Raffinerie. Da müssen wir hinreisen und dann ist das quasi rechts daneben. Aber vorne in Prosperity steht so ein Speer. Du musst mal öfters mit ihm reden. Dann kriegst du auch Missionen, hier wie Schatzsuchen und sowas. Ja, machen wir gleich. Schön. Machen wir gleich auf jeden Fall. Ich will nur das Ding kurz fertig. Das Ding müssen wir auf jeden Fall, wollte ich auf jeden Fall machen. Fahren wir da mit dem Auto hin oder willst du da laufen? Wir fahren mit dem Auto oder was? Ne? Sind 360 Meter. Ja, fahren wir Auto. Wie er stresst, wie er stresst. So, warte mal. Ich muss ihm kurz Munition noch auffüllen. Ey, wo ist die Markierung? Wie ist mit dir? Da war wieder ein Gefangenentransport. Wo? Auf der Straße vorne? Wurde zumindest was angezeigt, 130 Meter weg. Ich weiß jetzt nur nicht, wo der jetzt ist. Wo ist die Straße denn? Auf der anderen Seite raus wäre das gewesen. So. Ich würde jetzt sagen, ich spreche hier voll durch die Natur. Da ist ein Fluss. Stell dich ab. Ja, egal. Bald wieder kommen. Da hinten eine Straße. Ein Ausflug ins Grüne ist auch was Schönes. Ja, zwischendurch mal, ja. Im Idealfall nicht so nah ranfahren. Hast du ein Scharfschützengewehr dabei? Nein. Oh, das ist schlecht. Du musst, wo kommst du? Ich muss hier hin. Oh. Oh, ich beeil mich schon. Ich bin hier. Ach da.
Okay, ja, ich mach den Scharfschützen. Ich hab hinter mir Leute gehabt. Ich mach das jetzt anders. Scheiße, wer hat mit dem Auto reinfahren müssen? Wäre einfach geworden. Was wird mein Baby mitmachen sein? Oh nein! Gina ist tot. Tschüss. Ja, ich habe kein Schallschutzgewehr, ne? Aber zwei Autos weggekriegt. Ja, ich habe gut ausgeteilt mit meinem Schallschutzgewehr. Also, das ist gut, nicht schlecht. Aua. Nein, 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 was hab ich nicht jetzt? Da hab ich die Schaschütze her. Der eine auf dem Truck ist down. Und du bringst ihn. Ah, du hast ja den Zug gejagt, obwohl ich hier noch stand. Was? Ja. Ich stand hier unten im Ring. Ja, aber da hinten habe ich ja nichts hochgejagt. Und dann ist noch was hochgegangen hier. Dann ist eine andere Tonne hochgegangen, ist, dass du da eine zweite Tonne ja, stand. Ich komm. Schütze down, der Nummer 1 erste. Und der zweite auch weg. Verdammt. Wir müssen den Truck holen, ey. Scheiße. Yes! Ich hab. Sehr schön. Ich lieg tot am Boden. Ja, aber da vorne, der eine liegt draußen. Wusstest du?
Bist du komplett tot? Ja. Scheiße. Ich bin mit dem Wingsuit auf den Boden geklatscht. So, zumindest eine down. Kommst du wieder? Ich bin wieder da. Hey, ich hatte alles unter Kontrolle. Das wäre nicht nötig gewesen. Pass auf, ich weiß, dieses Rennen kann man nicht gewinnen. Deswegen wollte ich es ja gewinnen. Aber danke. Vermutlich hast du mein Leben gerettet oder so. Ich hab's nicht so mit Entschuldigung. Bin dir nicht böse, ich wollte nur ein paar Fressen meinen Siegerstempel aufdrücken. Ich mach die Scheiße mit den Zwillingen jetzt schon ein paar Jahre mit. Ich hab meinen Mund gehalten, hab getan, was ich sollte. Alles, was ich wollte, war, dass die Kackbratzen mein Baby in Ruhe lassen. Und was haben die gemacht? Die wollten mir mein Kind wegnehmen und mich in ihrem scheiß Todesrennen draufgehen lassen. Solange es die Zwillinge gibt, wird mein Kind nicht sicher sein. Die Highwaymen werden für alles büßen, was sie mir angetan haben. Du bist okay. Gib einfach Bescheid, wenn du mal Hilfe brauchst. Wunderbar, dann haben wir das erledigt. Oha. Einmal kurz so schnell die Waffe. Oha. Oh, okay. Das hätte ich nicht tun, jetzt habe ich schon wieder keine Sprengpfeile mehr. Ja, egal. So, dann. Genau. Gut, dann gucken wir mal, was verhält. Ja. Kutsche, aus der Hüfte. Kutsche, wenn ich hier stehe und nichts tue. Haben wir noch irgendwas? Nö, ich hatte mal. Ich muss jetzt nochmal zum Dings gehen zurück. Du wolltest ja den Dings da fertig, noch ansprechen, den Speer. Weil wir sonst, glaube ich, keine Mission auf der Karte haben. Außer der Hauptmission. So, das heißt der mit dem komischen Kreuz da oben, ne? Nee, wo steht denn der? Der steht normalerweise. Ach, ich glaube, der steht. Wo steht der denn jetzt? Weil normalerweise steht der immer hier vorne. Das war ziemlich. Aber. Das war Roger. Ja, okay. Das nicht wäre nichts. Das wäre nichts. Warte mal. Oh, jetzt. Du musst jetzt wieder rausgespawnt. Sorry. Ich hab's vergessen. Warte, lass mal gucken, ob der hier vorne steht. Eben, bevor wir was anderes machen. Weil normalerweise steht der immer ganz vorne in Prosperity, aber der stand bei dem Angriff, stand der ja woanders. Weißt du, bei diesem Angriff auf Prosperity stand der woanders, da steht der ja da. Wo der da stand, weißt du, was ich meine? Weil das wäre, weil soweit ich weiß, kriegt man nur von dem die Infos. Oh, wo stand der denn? Hier irgendwo doch, oder? Da. Oder hier? Hier doch. Kann das sein, dass er hier stand? Aber da, wo ich markiert habe? Mhm. Hab's. Wo ist denn jetzt die Markierung hin? Ach, wir haben den Punkt erreicht. Markierung war hier. Was war doch abgeschlossen? Vorteilspunkt erhalten, jo. Sehr schön. Das kann doch nicht sein, dass der Speer nicht mehr da ist. Warte mal.
einmal kurz die Geschicklichkeit hochgezogen. Das heißt, ich kann jetzt Alarmanlagen und Wiederbelebung und so kann ich jetzt schneller machen. Ach, Quatsch. Obwohl, doch, der gibt ja. Aber ich glaube, wir können, oder? Ich weiß nicht, wie das ist mit den Schatzkarten bei Vicky Beans. Weil du kannst ja auch Schatzkarten kaufen. Okay. Aber ich weiß nicht, was die alles aufdecken. Ob die auch Schatzsuchen aufdecken. Müssten wir mal jetzt in Prosperity gucken gehen. Keine Ahnung. Aber das können wir vielleicht mal in der nächsten Folge dann mal machen. Weil jetzt ist schon wieder Feierabend, würde ich sagen. Ja, klar. Weil, ansonsten. Ja, mein Gott, was würde denn dagegen sprechen, Druiden dann schon zu machen? Ja, können wir halt machen, aber wäre halt. Also, es wäre halt interessanter, weil kurz nach dieser Druiden-Mission sollten wir schon wieder aufrüsten und es wäre halt. Interessanter, die Missionen hintereinander zu spielen, damit die Story einen kleinen Fluss hat. Ich denke, das ist als zum Zugucken interessanter. Ja gut, du hast ja schon viel aufgedeckt, ne? Sonst können wir dein. Aber du, nee, es läuft ja alles über meinen Server. Hahaha. Ja. Ja, okay, dann müssen wir es anders machen. Ja, die Frage ist ja, wo halt das wieder, wo man halt alles aufdeckt, ne? Ja. Naja, gut. Sollten wir in den nächsten Folgen eine Mischung aus Expeditionen und Außenposten ein bisschen machen? Ja, ich will es auf jeden Fall. Gut, dann machen wir. Alles aufhören. Dann machen wir jetzt mal langsam Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder auf jeden Fall. Und dann gibt es noch ein bisschen Nebencoach zu arbeiten. Bis dahin und tschüss. Bis dann. Ciao.